Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Servus und Heavy Metal. Unten in der Infobox verlinkt wie immer. Heute machen wir ein Getränketasting. Ja, wir sind da gerade ordentlich am Vorglühen hier für den schönen, für den schönen Abend. Und es sind auch einige alkoholische Getränke dabei, ne? Genau. Und also ich habe davor noch gar nichts probiert davon. Also ich kenne alles nicht. Also einiges habe ich vom lieben Biersüffler, von Marco, Grüße gehen raus. Ne? Ja, Grüße gehen raus. Unten auch mal verlinkt, verlinke ich auch. Schaut da mal vorbei. Und ich würde sagen, wir fangen beim ersten Mal an. Ja, mach halt mal auf den Shit. Ja, bei die müssen wir ja dann einmal auf einmal. Also machen wir jetzt erstmal vielleicht das, dass wir mal ein bisschen was Normales haben. Anti-Alkoholiker. Genau. Also, ne? Das ist eine Fanta mit Fragezeichen-Geschmack. Ich habe noch nie ein Fragezeichen probiert, also ich weiß nicht, wie schlecht. Ne? Ich weiß auch nicht. Da steht zwar irgendwie mit exotischen Fruchtgeschmack. Ja, jetzt schenk mal ein. Und wir schauen, ob wir das rausschmecken. Genau. Das ist ja offensichtlich die Intention von der Fanta, dass man selber schmecken soll, wie das, was das für einen Geschmack hat. Ne? Bin gespannt. Stopp, nicht. So, also es ist von der Farbe her, sieht es aus wie so... Also rot-rosa, oder? Es ist rosa, so ein bisschen. Also es könnte, also rein von der Farbe her, könnte es Himbeer sein, Moment. Himbeer, Erdbeer, irgendwie sowas. Ja, mein Geschmackssinn ist ja Geruch und Geschmackssinn ist ja momentan ein bisschen getrübt, leider. Nachwirkungen von Corona. Also riecht sehr nach Beere oder so. Also was ich riechen kann, ist auf jeden Fall künstlich ein bisschen, ne? Es riecht wie ein Duschgel oder so, finde ich, ein bisschen. Bisschen, ja. Doch, na, ohne Scheiß, doch. Ich weiß, das riecht wie Fiona ihr Shampoo, also wie unsere Tochter ihr Shampoo. Komm mal ein bisschen mehr ins Bild hier. Das ist schon so weit draußen hier. Ne? Ja, so. Ja, dann hier probieren wir mal. Probieren wir es mal. Den Shit hier, ne? Bin gespannt. Ja, mach's halt gleich. Grüß dich. Hm. Hm? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Original, also wirklich. Ja, geil schmeckt das jetzt nicht. Also ganz ehrlich. Oder schmeckt dir das? Schmeckt dir das? Ich finde das voll geil. Boah, das ist so ekelhaft. Also auf jeden Fall hat es auch schon so einen Süßungsmittelgeschmack so. Ist da Süßungsmittel drin? Da ist safe Süßungsmittel drin. Da steht ohne Zucker. Ja, was sage ich? Ja, da ist gar kein Zucker drin, also nur Süßungsmittel. Boah, ja, das schmeckt man auch. Und du hast es nicht geschmeckt? Boah, nee. Gott, oh Gott. Irgendwie nicht. Mhm. Ich finde es voll lecker, das würde ich mir noch mal kaufen. Also ich finde es jetzt nicht geil. Boah, ich finde es voll lecker. Also es schmeckt so... Also bei mir persönlich kommt es so an als eine Mischung aus rote Beeren, ne, also so Johannisbeermäßig so, und ein bisschen Wassermelone. So ein bisschen von diesem Wassermelonengeschmack. Ich hätte Mango gesagt. Mango? Ich finde ein bisschen Mango. Beeren, ja, und gut. Mango. Ja, so könnte man auch rausschmecken. Jetzt, wo du sagst. Also, Wassermelone finde ich jetzt, schmecke ich gar nicht raus. Beere, Mango, Wassermelone, sage ich jetzt. Nee, Wassermelone merke ich gar nicht. Ja, dann. Aber ich finde es nicht geil, allein schon wegen dem Süßungsmittel. Ich finde es geil, ich würde es mir nochmal kaufen. Eklig, Moment, das müssen wir jetzt aussaufen, ne? Dann müssen wir das nächste probieren. Oh. Das schmeckt richtig lecker. Also das kaufe ich mir nochmal. Ey, wir sind echt immer unterschiedlich. Echt, das kaufe ich mir. Also Note noch? 3 von 10. 9. Das würde ich mir. Also das schmeckt so, so fantastisch. Fantastisch, Baby. Diese Frau leidet unter Geschmacksverirrungen. Offiziell. Nee, also ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das kennt. Und wenn ja, wie es euch schmeckt. Boah. Das ist wunderbar. Ich kann allein schon diesen Süßungsmittelgeschmack nicht ab. Hättest du das nicht gesagt, hätte ich es nicht mal gemerkt jetzt. Ich habe das sofort gemerkt. Boah. Gut, dann kommen wir mal zu den zweiten, hoffentlich ein bisschen besser in deinen Mund. Das ist ein Energy mit Orange und Vanille. Das stelle ich mir interessant vor, ne? Das stelle ich mir jetzt ein bisschen mehr vor. Ey, ist da Heavy Metal drauf?
Yes! Heavy Metal! Hier, mit einem Controller noch dabei. Richtig geil für die Gamer hier. Was für ein Controller ist denn das? Ist das? Es ist PlayStation. Nee, das ist... Das ist PlayStation. Doch, doch. Aber da ist doch so verschiedene Farben. Das ist PlayStation. Ja. Vertrau mir. Okay, ja. Dann, wir probieren's. Ich als PlayStation-Veteran, ne? Ich bin gespannt. Oh, das ist, glaube ich, gelb oder Hoffentlich so. Hoffentlich ist da Zucker drin, ey. Käsele? Oh ja, riecht sehr orangig, ja. Okay, doch. Das riecht voll nach Orange und das ist gelb. Reicht. Es ist richtig schön gelb, wie so eine Fanta sieht es aus, wie eine normale Fanta von der Farbe. Es steht jetzt nichts von Zucker ist drin, ja. Zucker. Ja, dann passt. Okay, probieren wir es mal, oder? Es riecht auch so ein bisschen wie eine Fanta. Das riecht voll nach Orangelimonade. Also ich glaube, das Vanille fast aber, gar nicht. Aber so ein bisschen Vanille kommt durch im Geruch. Doch. Also ganz mild. Prösterchen. Komm. Ey, das würde ich mir auch wieder kaufen. Boah, ist das lecker. Das schmeckt wie so eine Orangenlimo mit ein bisschen Vanille. Das schmeckt so lecker. Ich finde den Vanillegeschmack ein bisschen zu penetrant. Der kommt ein bisschen zu aufgesetzt rüber, finde ich. Das ist sehr künstlich ein bisschen, aber... Aber es ist jetzt nicht schlecht, ja. Aber ich finde es jetzt auch nicht überragend. Ne? Also den misch mal mit Wodka dann. Das ist bestimmt lecker. Ja. Wie gesagt, Orangenlimo, ne? Mit so einer ganz penetranten Vanillenote, ne? Also künstlicher Vanillenote, ne? Ich persönlich würde den jetzt 5 von 10 geben. Würdest du den denn nochmal kaufen? Ich glaube eher nicht. Also ich würde mir den schon kaufen. Der ist richtig lecker, irgendwie so ganz anders. Irgendwie so. Ich mag ja Fanta allgemein, ne? So. Orangenlimonade. Und das ist noch so ein bisschen so was dazu, so das Vanille, weißt du? Ja, es ist jetzt, wie gesagt, nicht schlecht. Also auf jeden Fall um einiges besser als der vorher. Aber mehr als 5 von 10 Punkten ist bei mir nicht drin. Von meiner Seite. Ich gebe 7. Okay. 7. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Biersüffler seine Sachen. Ja. Das sind eigentlich, müsste man das jetzt zusammen machen, weil es sind verschiedene Geschmacksrichtungen. Es ist dasselbe, nur in verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja, eines nach dem anderen halt, ne? Genau, wir fangen jetzt mal mit dem hier an. Es sind also Biermischgetränke, so Weizenmix ist es, oder glaube ich? Ja, Weißbier, ja? Oder? Ja, Himbeergeschmack. Das stelle ich mir sehr lecker vor. Gut, wir probieren es. Wir haben hier so ein Weißbier mit Himbeergeschmack, Berliner Kindl. Ne? Bin ich echt gespannt. Wir haben so einen coolen Öffner. Ja, von Hackelberg. Der jetzt ja, haben wir erst nicht gecheckt, wie es geht, gell? Jetzt, machen wir. Wir haben es hier so probiert, ne? Das geht. Also so klassisch, also flupp. Ja, ne? so. Einfach so. Hm, ist praktisch, ne? Einfach nur so. Und wir Idioten haben das so und also... Ja, wenn man es nicht weiß. Ja, das ist halt wir, ne? So, dann probieren wir es mal. Schenk mal ein. Oh, das ist aber eine schöne Farbe. Ich mache immer jetzt mal ein bisschen wenig, weil... Ja, so wie man sich halt vorstellt, ne? Dunkles Pink, ne? So. Ja, riecht doch Himbeer, ne? Schauen wir mal. Mhm, ja, doch. Bin gespannt. Riecht himbeerig, ne? So. Hm. Gut, probieren wir. Oh. Das schmeckt mir nett. Es ist um einiges weniger süß, als ich gedacht habe. Mhm. Es ist eher säuerlich. Oh, ne? Oder? Nee, das schmeckt man nicht. Säuerlich, ne? Mhm. Das schmeckt man nicht. Das schmeckt sehr nach sauer Himbeer, so eine saure Himbeer, wenn es reinbeißt. Ich sag mal so, der Geschmack erinnert mich an irgendeinen Sekt. Ja, nach Sekt schmeckt es. Schmeckt so ein bisschen nach Sekt, ne? Ja, das schmeckt ein bisschen nach Sekt. So nach Himbeersekt oder irgendwie sowas, gell? Also, aber in sauer ein bisschen noch. Also ist das noch haltbar? Ja, die sind alle noch haltbar.
Oder? Oder? Ja, ja, doch, okay. Ist doch haltbar, doch. Ja. Also, ich hätte es mir jetzt süßer vorgestellt, ne? Ja. Also, das schmeckt wirklich wie so ein, Schaumwein, ne? Wie so ein Sekt, ne? Ja. Also, 3 von 10. 2. Nicht mehr, so geil. Mehr ist nicht drin. Also, der ist nicht geil. Also, ich hätte mir das jetzt viel fruchtig, erfrischender vorgestellt irgendwie, ne? Das ist irgendwie so... Es hat halt eher was mit Sekt zu tun, meiner Meinung nach, als mit Bier. Also, es schmeckt nicht nach Bier. So, was haben wir als nächstes? Dasselbe, nur mit Kirsche. Das stelle ich mir jetzt besser vor. Ja, hoffen wir es mal, ne? Also wieder mit den coolen... Also das war schon sehr sauer jetzt ne? Ja, das also. Wird wahrscheinlich sauer sein. Oh, blablabla. No. Jetzt mal jetzt so stürmisch hier, ne? Ah, natürlich, immer stürmisch hier. So. Da ist noch ein Schlückle drin. also nee. Schauen wir mal. Schmeckt richtig scheiße. Okay, das ist deutlich heller. Oh, also rein vom Geruch her glaube ich, dass es wieder so ein bisschen säuerlicher ist. Das riecht fast gar nicht nach Kirsch, finde ich. Also doch, schon. Oh, wenig, finde ich. Ja gut, probieren wir mal. Komm, das riecht doch wie diese Bonbons, die sie beim Karneval oder bei uns Fasching immer auswerfen, diese kleinen da, ne? Ja, so. Machen wir mal. Prösterchen. Besser. Bisschen. Besser, aber auch nicht gut. Das ist so sauer alles. So sauer. Was ist denn das? So ein Radler, so ein Biermischgetränk, das sollte doch eher so ein bisschen süß sein, ne? Sauer. Dass die Kids das runterballern können, ne? Also das Himbeer komplett eklig, finde ich. Also nicht geil. Das Kirsch, ja doch. Das ist schon eher, also es ist schon, kommt also, schon in der richtigen Richtung. Ich sag mal so, das kann man saufen, aber es ist mir trotzdem noch zu sauer. Ja. Ja. Ja, wie viel habe ich denn Desspunkte gegeben? Weiß also ich habe dem vorherigen 3 gegeben, du hast 2 gegeben, aha. Dem gebe ich 4 von 10. Dann gebe ich den 3, weil das ist ein Stückle besser. Ja, ja. Jetzt kommt das, auf das du dich freust, ich habe sehr Angst davor. Ne? Da freue ich mich jetzt sehr stark, bitte enttäusch mich nicht mit Waldmeistergeschmack. Ich liebe Waldmeistergeschmack eher gar nicht, da musst du jetzt aber durch. Also ich glaube dann, dass die Bewertungen auf jeden Fall wieder sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Den Öffner. Dankeschön. Ja, probieren wir mal, ne? Ja, mach mal auf den Shit. Hoffentlich hüpft es nicht wieder so. Jetzt haben wir es. Das wird höchstwahrscheinlich grün sein. Gehe ich mal davon aus, ne? Ja. Oh yeah. Ja. Oh, mehr reinschütten hier. Oh ja, riecht schon sehr danach, ne? Doch. Oh, Waldmeisterich. Das könnte lecker werden. Es könnte lecker werden. Ich stelle mir das halt auch wieder sauer. Das wird wahrscheinlich so sauer sein wieder. Also ich sag mir so, früher habe ich halt immer dieses Wassereis gegessen. Kennst du das? Das war Waldmeister, auch ein, so Wassereis. Die wo man so aufschneiden musste so und dann so rausdrücken. Ne? Aha. Gab es in Cola und in was weiß ich noch alles. Ne? Aha. Ja. Probieren wir es. Bringen wir es hinter uns. Ist jetzt auch ein bisschen süßer. Das ist jetzt das süßeste von den dreien. Mhm. Ja, doch. Ist schon eher was. Mhm. Ist wirklich süßer. Mhm. Und ohne Scheiß, das ist jetzt doch das, was mir am meisten schmeckt, obwohl ich Waldmeister nicht so der Fan bin. Ist das Beste von allen dreien schon, aber kaufen würde ich es mir jetzt nicht. Also es ist, man nimmt den Waldmeistergeschmack wahr, aber er ist jetzt nicht zu krass im Vordergrund, finde ich. Ne? Es ist mild. Und es ist ein bisschen, es ist auf jeden Fall süßer als die vorherigen beiden. Ja. Aber ich finde es jetzt, vor allem weil der nicht so penetrant ist, dieser Waldmeistergeschmack, ich finde es am besten. Ohne Scheiß. Dem gebe ich 5 von 10. Das würde ich jetzt auch sagen, 5. Ja, doch. Mhm. Hatte ich jetzt auch so im Kopf, 5. Doch. Also ist tatsächlich, was mich wundert. Was mich echt wundert. Also ja, doch, das ist der Beste. Also die anderen 2 gar nicht. Also kommt man wirklich, boah. Also der Himbeer war der ekelhafteste, ne? Und von allen war das das hier am geilsten für mich. Das Orangen-Vanille war das allergeilste von allem hier. Ja.
Und das Ekligste war das Himbeer. Ja, das war wirklich am ekelhaftesten. Was fandest du am allergeilsten von allen, wenn du jetzt eins nehmen müsstest? Also ich weiß nicht mehr, wie viel ich den gegeben habe, aber ich glaube 4 oder 5, glaube ich. Ne? Also auf jeden Fall, die beiden so waren so die besten. Ne? Waldmeister und dieses orange Vanille-Dings da. Aber die anderen Sachen, nee, da war nichts für mich dabei. Gut, dann war es das auch schon wieder und... Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und wir bechern uns jetzt ein, ne? Ja, das tun wir. Vor allem mit dem hier und Wodka. Köstlich, glaube ich. Stelle ich mir schön vor, die Kombi. Dann bis bald. Heavy Metal.